Was sind die persönlichen Entgeltpunkte für eine Rente? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Wir finden im gesetzlichen Rentenrecht oft den Begriff persönliche Entgeltpunkte. Und wir haben ja vor kurzem ein Video gedreht zum Thema Besitzschutz und da haben wir ja auch diesen Begriff persönliche Entgeltpunkte gefunden. Oder aber, wenn es darum geht, wie die Monatsrente berechnet wird, da finden wir auch die persönlichen Entgeltpunkte. Und das Gesetz sagt Folgendes. Die persönlichen Entgeltpunkte, die werden so abgekürzt mit einem kleinen p und dann groß ep, sind nichts anderes als die Summe aller Entgeltpunkte aus der Berechnung der Beitragszeiten, beitragsfreien Zeiten und beitragsgeminderten Zeiten und eventuell Zuschläge noch an weiteren Entgeltpunkten, also Summe aller Entgeltpunkte, vervielfältigt mit dem sogenannten Zugangsfaktor. Das heißt also, wenn ich das Wort Entgeltpunkte höre, heißt das nicht, dass sich hierbei um die persönlichen Entgeltpunkte handelt. Denn nämlich nur die persönlichen Entgeltpunkte werden Teil des Faktors der Berechnung der monatlichen Altersrente und nicht die Summe aller Entgeltpunkte. Machen wir es mal an einem ganz einfachen Beispiel klar, was ich unter dem Begriff Zugangsfaktor Ihnen sagen möchte. Also nehmen wir mal Folgendes an. Wir haben einen Versicherten, der ist am 1. Januar 1958 geboren und der möchte zum 1. Januar 2021 eine vorgezogene Altersrente für langjährig Versicherte haben mit 35 Jahren Wartezeit. Dann weiß unser Versicherter, das wird ihm die Deutsche Rentenversicherung sagen, du bekommst 36 Kalendermonate Abschlag. Du gehst nämlich 36 Kalendermonate vor dem regulären Beginn, also der Regelaltersgrenze oder Regelaltersrente, das wäre der 1.1.2024 in Rente. Und zwar mit Vollendung des 66. Lebensjahres. Ja? Das heißt also, alle diejenigen, die 58 geboren sind, können in die Regelaltersrente gehen mit Vollendung 66. Lebensjahr oder dann 66 plus Kalendermonate. Je nach späterem Jahrgang, Geburtsjahrgang. Und für diese 3 Jahre, das sind 36 Kalendermonate, erhalte ich 10,8% Abschlag. Und der Zugangsfaktor ist nichts anderes als der Faktor 1,0, das habe ich noch vergessen aufzuschreiben, 1,0 minus 10,8%. Und das ergibt einen Wert von 0,892. Das ist der Zugangsfaktor. Und dieser Zugangsfaktor 0,892, wenn Sie diesen in Ihrer Berechnung der persönlichen Entgeltpunkte sehen, das ist meistens auf den letzten Seiten des Rentenbescheides, wenn der Zugangsfaktor einen Wert von 1 hat, dann wissen Sie, meine Rente hat keinen Abschlag. Ist der Zugangsfaktor kleiner 1, dann wissen Sie, meine Rente hat einen Abschlag. Und damit werden die Summe aller Entgeltpunkte deutlich niedriger werden, als wenn ich keinen Abschlag hätte. Ist der Zugangsfaktor höher als 1,0, dann bekomme ich einen Zuschlag. Aber da bitte aufpassen, das kann Ihnen nur dann passieren, wenn Sie eine Regelaltersrente beantragen und die erst viel später beantragen, als Sie die hätten regulär beantragen können. Das heißt also, wenn ich hier 10,8% Abschlag habe, dann habe ich einen Zugangsfaktor von 0,892. Und jetzt mache ich mal Folgendes. Ich tue mal so, als ob unser Rentner zum 1. Januar 2021 60,9786 Entgeltpunkte hätte. Das ist die Summe aller Entgeltpunkte. Also nochmal die Zusammenführung aller berechneten Entgeltpunkte. Und diese multipliziere ich mit dem Faktor 0,892 oder 10,8%. Und das ergibt dann die persönlichen Entgeltpunkte von 54,4009 persönliche Entgeltpunkte. Und auch hier nochmal bitte beachten, wir haben im Rentenrecht immer 4 Stellen hinterm Komma. Und diese 4 Stellen müssen wir ausweisen. Und jetzt nehme ich Ihre persönlichen Entgeltpunkte und berechne da einfach ganz entspannt nach der Rentenformel Ihre Altersrente. Und zwar 54,4009 persönliche Entgeltpunkte, also inklusive Abschlag, mal Rentenartfaktor 1,0,
mal aktuellen Rentenwert 34,19. Der galt auch schon ab 1. Januar 2021. Das ergibt dann eine Altersrente von 1859,79 € monatlich brutto. Sie merken sich ganz einfach, die persönlichen Entgeltpunkte setzen sich zusammen aus der Summe aller Entgeltpunkte multipliziert mit dem Zugangsfaktor, im Volksmund genannt Abschlag. Das sind die persönlichen Entgeltpunkte. Näheres zum Thema persönliche Entgeltpunkte finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.